Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Leute, wir haben uns ganz was Krankes überlegt. Also, ja genau, ich hatte die Idee und heute ist Valentinstag, Leute. Happy Valentine's Day an alle da draußen, die das Video jetzt schauen. Wir haben auch unser Valentine's Day, zwar mit einer Challenge verbunden. Selbstexperiment. Genau, Selbstexperiment machen wir. Und wir sind heute hier. Ich weiß nicht, wie heißt das hier? Ihr Freund ist ja was hier. Achimota Meoko. Achimota. Genau, wir sind jetzt gerade hier. Achimota nennt sich das. Show, Kakao. Guck mal, genau, ihr seht, die ganzen Frauen sind am Verkaufen. Ich hatte die Idee, Leute, dass wir mal heute selber mal auf die Straße gehen. Jeder hat eine Minute oder zwei Minuten? Zwei Minuten, oder? Zwei Minuten. Daisy muss irgendwas auf den Kopf tragen. Sie kann sich aussuchen, ob das Burgflut ist oder auch keine Ahnung. Sie packt sie auf den Kopf, genau. Und sie muss verkaufen. Sie hat genau zwei Minuten Zeit. Und ich habe auch zwei Minuten Zeit. Gespannt, ob ich heute was verkaufe oder Daisy was verkauft. Wer von uns wird was verkaufen? Wer von uns wird was verkaufen? Leute, schreibt es in die Kommentare. Und macht an dieser Stelle auf jeden Fall genau einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und weil wir deren Zeit stehlen, Leute, als Belohnung werden wir denen Geld geben. Als Entschädigung. Genau, als Entschädigung 50 Cedis oder was weiß ich. Leute, 50 Cedis ist für uns ein Witz in Deutschland. Ne? Also für mich nicht, für dich auch nicht. Aber für einige. Aber einige verdienen das im Monat und sogar ne, am Tag. Nicht mal am Tag. Nicht mal am Tag, weißt du? Aber Leute, ne? Geld ist Geld. Und ja, seid gespannt. Wir wollen an der jetzt Stelle gar nicht lange reden. Wir fangen jetzt an mit diesem Experiment. Let's go. Okay, Freunde, jetzt muss Daisy sich was aussuchen. Daisy, du musst jetzt einen Partner, also jemanden aussuchen, bei dem du denkst, okay, die Sachen bekommst du schnell verkauft. Ich bin sehr gespannt. Jetzt machen wir erstmal einen Shop. Was ist denn jetzt gespannt? Was denn gespannt? Du musst jemanden jetzt gleich suchen. Am besten Buffroot-Frau. Diese Buffroot-Frau, oder? Oder was sagst du? Wir müssen jetzt jemanden suchen, der das auch mitmacht. Nicht wir, du. Daisy, erzähl mal. Also, wir haben jetzt jemanden gefunden, die uns auf jeden Fall diese Plantain-Chips geben. Und ich werde jetzt in zwei Minuten gleich versuchen, etwas zu verkaufen, Leute. Wünscht mir Glück. Plantain-Chips. So, how much is one? 5 Cedis. 5 Cedis, ja, okay. Guck mal, alle sind jetzt hier, weil Daisy meinte, sie möchte versuchen, jetzt zu verkaufen. Alle sind hier versammelt. Jetzt bekommt Daisy ihr Backer zum Verkaufen. Guck mal, gucken, sie hat 2 Minuten Zeit. Sie sagt so, füll das auf, damit du leidest. Guck mal, ob du verkaufst. Plantain Chips. Daisy hat jetzt so ein Ding bekommen. Damit das nicht so weh tut. Die lachen Daisy aus ein bisschen, aber Daisy denkt sich so, Daisy, du musst die Challenge bestehen. Valentinstag. Ich schwitze unnormal. Na, Uni Enko. Nein, lass sie hier, ich mach alleine. Okay, also Unko, okay, Uni Enko, bin hier. Boah, Daisy, ich hab Angst, ja? Ist dein Job? Okay, oha, das ist tapfer. Ja, meinte sie ja, Wechselgeld, aber Wechselgeld, keine Ahnung. Pass auf deinen Kopf da oben. Oh, Bro. Oh, genau, Daisy, nochmal weiter. Was ist überhaupt hier, Say? Daisy. Oh. Anto. Akrosia. Lass mal. Du musst. Er wollte nicht, ne? Er ist zu gemein gewesen, ja? Plantain-Chips. 5 Cedis. Hey, fine. You want to buy some? So give me 5 Cedis. 5 Cedis, Roberto. Ey, da wollte einer kaufen. Oh, no. Ah, no. Das war doch der beste Käufer gewesen. Aber er wollte holen, aber dann ist grün geworden. Mann, ey. Schade. Ey, aber du machst das gut, Daisy, ehrlich. Du machst das gut. Achso, die Zeit, oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Das tut mir leid. Leute, Daisy hat eigentlich schon gemacht. Das ohne. Ich muss gucken, wo die Fenster auf sind, weil die. Nee, du musst immer zwischen eigentlich gehen. Zwischen die Räume. Aber du musst aufpassen, manchmal kommt Motorrad. Oh, why? Komm, genau, dazwischen, geh dazwischen. Komm los. Oh, du hast so einen Fleck, ne, hinten. Komm los! Du hast so einen Fleck hinten, also das war gar nicht schlau, dass ich das Wasser gekippt habe. Aber komm weiter. Motorrad kommt. Oh oh. Ey, das ist so gefährlich. Ne, Leute, Daumen nach oben, Daumen nach oben. Komm da. Da, Plantain Chips.
Guck mal hier, der Tiere. Komm, 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 wo, wo, wo? Nein. Pass auf, Motorrad kommt. Oh, pass auf. Oh, guck mal, der Kleine verkauft auch. Schenke noch einen. Schenke noch einen. Komm, let's go. Hey, du musst sagen, da sind auch welche. Du hast jetzt 1 Minute 35. Komm, let's go. Die ignorieren dich nicht, du machst das voll gut. Ich weiß mal, ob ich das schaffe. Komm, let's go. Du hast jetzt schon die 2 Minuten erreicht, aber wenn du möchtest, kannst du ja noch so noch gucken, ob du vielleicht noch jemanden findest. Aber sonst hast du die 2 Minuten erreicht. 2 Minuten sind vorbei. Das ist jetzt die letzte Ampel. Es wird jetzt wieder rot. Wenn ich jetzt nichts verkaufe, dann habe ich es einfach leider nicht geschafft. Dann hast du es nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben. Müssen wir, ah ja, gib dir noch einen. Das müssen wir den... Ohne Geld, ne? Du hast 2 Stück verschenkt, ne? Ich zahl das denen. Ja, musst du den zahlen. Okay, jetzt. Komm, hier. Komm. Ey, du hast verkauft. Oh, nice. Guck mal hier, der Boss. Thank you, Boss. Ein Dings hast du gemacht. Tschüss. Ich hab jetzt Feierabend. Hey, happy. Okay, willst du noch einmal gucken oder willst du rübergehen und dir das geben? Ich gebe dir das jetzt und zahl dir noch die 10. Ja, Tee musst du dir noch geben, genau. Ey, das hast du echt gut gemacht. Am Valentinstag, oh, am Valentinstag hast du verkauft. Jetzt sind wir gespannt, ob Ben es genauso gut macht, Leute. Ich bin gespannt. Oh Mann, was soll ich aber kaufen? Verkaufen? Du musst eigentlich so Getränke verkaufen, weil das muss schwerer sein. Ja, okay. Er ist jetzt weg, dein Käufer ist weg. Oh, er war ziemlich korrekt. Wie süß war das? Er war korrekt, ne? Er war okay, ja. Ey, stark, Daisy hat verkauft, Leute. Sie hat ein Plantain verkauft. Du hast 2 verschenkt, aber die ersetzt du ja. Ja, die ersetzt. Und du hast nur ein. Oh, stark, ey. Leute, das ist so gefährlich, ne? Sie ist zwischen den Autos gegangen und dann sind immer Motorräder gekommen und ja, so. Das ist du echt gut gemacht. Das ist echt richtig gefährlich. Stark. Und da ist die Verkäuferin. Sie denkt sich so, ey, klau nicht mein Plantain. Zahlst du ihr, ne? Ey, KNF, oh, Boss. Ich glaube, der Fresh hat dich gerufen. Du musst jetzt verkaufen. Big Man. 5 Cities, come for me. Ey, 5 Cities with this nice car, bro. Ey, Handel Ghana, oh, big man Ting. Okay, ich würde sagen, du hast die Challenge bestanden, oder? Du hast eine Sache verkauft. Yeah, do you want to buy 5 CDs? Pass auf. Boah, stark. Sie kriegt jetzt 50 CDs, dafür, dass ich ihre Zeit geklaut habe und dafür, dass ich 2 verschenkt habe. Ja. Du hast 3 verschenkt, ne? Thank you, ja. God bless you, thank you. Okay. Jetzt bist du dran, würde ich sagen. Boah, glaubst du, ich kann wieder treffen? Nein, ich glaube nicht. Das ist voll schwer. Daisy hat es echt gut gemacht. Ich bin voll stolz. Ich bin auch richtig stolz auf dich. Das hast du echt top gemacht. Hier deine Brille. Ja, heftig auf jeden Fall, ja. So, now it's your turn. Please give me the camera. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du jemanden suchen, von dem du mal kurz den Job übernehmen kannst. Hier, Bufflos. Eigentlich musst du einen Job nehmen von jemandem, der ein Mann ist. Ja. Okay, Ben hat jemanden auf der anderen Straßenseite gefunden. Sehr wenige Männer tragen Sachen auf dem Kopf. Das ja. Heißt, ich weiß nicht warum, aber ich würde gerne auch was auf dem Kopf tragen, aber ich finde hier niemanden. Das, was er da Ui, ein Bus. Man muss aufpassen. Das, was er auf dem Rücken hat, ist nicht so spannend, aber das, was der Typ macht, ist schon schwer, wenn ich das Ganze so trage. Ja. So, und da haben wir auch welche Männer, die was schieben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Frauen viel mehr leiden als die Männer. Ja, ne? Komisch. Lass mal kurz rübergehen und das machen, was er macht. Okay, los, pass auf, Motorrad. Okay, jetzt ist Ben dran, Leute. So, Leute, ich übernehme jetzt seinen Job und danach bekommt er auch Geld. Ja. Als Entschädigung. Ja. Er freut sich. Ich habe 2 Minuten, ne? 2 Minuten hast du. Du musst ihn nach den Preisen fragen. Ach so. How much? 10 CDs. Das hier ist 25. Okay. Und das hier? 10 CDs. 10 CDs. 10. Ghana! Okay, los geht's, Ben. Nimm das. Wären die korrekt gewesen, hätte sie eigentlich auch korrekt dir auch was geschenkt. Ja, so eine Plantain Chips, ne? Ja, aber ist nicht schlimm. Egal, sie hat sich gefreut. Okay, jetzt bist du dran. 2 Minuten. Nicht fallen lassen, bitte, sonst haben wir Minus. Leute, hier ist die Zeit. Zeit. Okay, los. Okay, let's go. Es ist rot gerade. Los geht's. Bossu, please.
Dubai, Ghana, 10 cities. No? Was du oder Herr Udo mal erste? No? Okay. Ich kann nicht mehr. Ja, okay, los, pass auf, Motorrad. Okay, schau, pass auf, es ist grün, komm mit, schau. Schnell rüber! Was du? Was du? Hey, ich kann nicht mehr. Guck mal, hey, er macht seinen Job aber gut, ja? Er macht seinen Job gut, guck mal. Die rufen ihn sogar an. Du machst das super! Ghana. Unter. 10 Cities. 10 Cities. Du hast noch 10 Sekunden! Pass auf, Motorrad! Oberwarmung! Hier ist Motorrad so gefährlich! Oh, why? Deine Zeit ist abgelaufen! Das Ding ist, die Zeit vergeht voll schnell. Bei dir war das viel einfacher, weil ich glaube, du bist eine Lady. Die wollen doch mal deine Nummer haben. Warum machst du so? Bei mir ist so, ich laufe rum, die ignorieren mich, die denken so, was für ein Clown. Leute, er hat alles gegeben. Da steht der Verkäufer, ich gehe jetzt mal kurz rüber. Pass auf, Motorrad. Das ist so schwer. Schwer, ne? Wow, hard job. Bizeps-Training. Wow, einfach Fitness. Auch, ne? Heftig, wow. Ne? Und du musst bedenken, from when to when do you stay here? When do you start? From when to when? When? Huh? Huh? I said, when do you start? Come on, starts here. I think it's 8 o'clock. 8 o'clock, wow. Wow. Also er startet 8 Uhr bis 5. 8 wow. Uhr, 12 Uhr Pause. How much are you going to break? Das ist krass, ey. Ich meine, kommt drauf an, nicht immer läuft das gut. Achso, da wo es nicht läuft, für 200 Cities. 400 bis 450 am Tag? Am Tag. Wow, okay. Läuft gut und dann geht er nach Hause. Krass, thank you. Ich meine, der Hardpart. Danke schön. Ja? Okay, bye. Also, dein Fazit, ich schwitze Tode. Hast du nicht geschwitzt? Doch, ich hab geschwitzt. Hey, ja? Guck mal, wie ich schwitze. Aber guck mal, bei mir. Mein ganzes Shirt ist nass. Guck mal, ich gelaufen bin, du nicht. Also, Fazit. Fazit ist, Leute, das ist echt anstrengend. Also, ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, jeden Tag das zu machen. Und dann so 10 Stunden und oder dann so, noch 10 ne? 10 Stunden, einige machen sogar noch länger. Heftig, ja. Ja, Leute, echt Respekt. Das nennt man hart verdientes Geld, weil du bist am Laufen. Und wenn jemand Nein sagt, musst du trotzdem weitermachen. Das ist auch so eine Kopfsache. Ja. Wie stark bist du? Wie sehr bist du geknickt, wenn Leute nicht kaufen? Weil er hat ja auch gesagt, manchmal läuft nicht und er macht trotzdem weiter. Ja. Was ist denn dein Fazit eigentlich zu der ganzen Story jetzt hier, Daisy? Also mein Fazit ist einfach, dass die Frauen, aber auch die Männer geisteskranke Kraft haben, Leute. Ich habe das gerade 5 Minuten oder so gemacht. Wir haben ja ein bisschen überzogen. Und ich habe so geschwitzt. Und wenn man dann bedenkt, bei dieser Hitze, die Sonne knallt, Leute, bei über 30 Grad, das den ganzen Tag zu machen, ey, ich würde Respekt. Tot ins Bett. A, würde ich nicht mal aushalten und B, würde ich tot ins Bett fallen, ehrlich. Sag mal ehrlich, die haben alles, die haben die Sterne vom Himmel verdient, sag ehrlich. Das ist krass, die haben viel mehr verdient. Das ist wirklich hart erarbeitetes Geld, das ist stark, das ist krank. Man muss so viel körperlich. Respekt davor haben, jetzt wo man das selber einmal gemacht hat. Heftig, ehrlich. Und ihr habt selber gesehen, Leute sind an mir vorbeigefahren, die haben euch mal irgendeine Mimik gezeigt. Aber einen habe ich geschaut und ich bin sehr stolz auf mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann erwarten wir jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und teilweise machen die Frauen das mit Babys an dem Rücken. Also die binden sich die Babys auf den Rücken, laufen mit denen und haben noch Gewicht auf dem Kopf. Ne? Und dazu kommt, dass voll viele Unfälle schon passiert, weil ihr habt gesehen, die Motorräder, die laufen, fahren zwischen den Autos, aber auch die Verkäuferinnen laufen zwischen den Autos. Es ist mega gefährlich und es sind schon richtig viele auch ums Leben gekommen. Deshalb, Leute, habt Respekt davor und ja, macht einen fetten Daumen nach oben und schreibt uns gerne in die Kommentare, was für Experimente wir in Ghana auf jeden Fall noch testen wollen. Bye, bye.